Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio, meiner Vanilla-Serie. Ich war seit der letzten Folge etwas unterwegs, habe hier oben etwas aufgeräumt und auch hier unten nicht, dass wir plötzlich, wenn wir konzentriert arbeiten, unterbrochen werden von Alien-Angriffen. Aber heute müssen wir ein paar Sachen erledigen. Zum einen forschen. Wir sollten wieder was forschen. Was forschen wir denn? Wir können mal in diese Richtung gehen. Module. Beton haben wir bekommen, Klippensprengstoff, Akkumulatoren, die roten Schallkreise, eine bessere Rüstung. Brauchen wir rote Schallkreise dafür? Das müssen wir irgendwann mal erledigen. Aber zuerst Strom ausbauen. Und dann müssen wir schauen, dass hier die Bänder, die hier in die Schmelzen reingehen, dass die voll sind. Das ist ja kein Zustand hier. Eins, zwei, drei, vier. Kommt gerade mal so sporadisch was raus, weil nicht genügend Eisen vorhanden ist. Gut, dann machen wir hier weiter mit dem nächsten Modul. So, etwas mehr. Okay. Ja, Kupfer. Da sind schon die ersten leer. Dein auch. Und ich brauche mehr Förder. Mal schauen, ob wir inzwischen in unserer Fabrik da oben, die wir vor zwei Folgen gebaut haben, Förderer gebaut haben. Ich befürchte nicht. Okay, machen wir dieses Modul auch noch. Nee. Keine Zahnräder, weil kein Eisen. Und wir haben kein Eisen, weil zu wenig Erz. Aber das wollen wir ja gerade abwenden. Wenigstens ist das Erz gleichmäßig verteilt.
Ja. Gut, dann machen wir hiermit weiter. Hängen wir einfach auch noch zweite Reihe an. Den brauchen wir nicht. Auch ja, dasselbe. Ein volles Band Stein. Ja. Ist das Eisen alle? Hier unten wird es langsam dünn. Legen wir einfach mal Band hier hin. Da können wir gleich hier reingehen. Ole sieht noch einigermaßen okay aus. Wahrscheinlich sollten wir hier zusehen, dass alles schön gleichmäßig auf die Bänder kommt. Eisen ist immer noch kein volles Band. Habe ich so einiges in der Tasche. Bauen wir noch ein paar Förderer. Fast voll, nicht ganz, fast. Okay. Was sind hier so aus? So schlecht. So schlecht.
Steht als nächstes an. Irgendwann dann mal eine ne Reihe mit die roten Schallkreise. Aber hier mache ich diese, dann hier die Rohre, dann können wir hier die Tanks machen. Drei Stacks, zwei Stacks, einen. Gut, was steht denn als nächstes an? Und das verbraucht auch Eisen. Aber wenn wir hier hinten weitermachen wollen, dann brauche ich ein paar Rohre. Ich möchte die nicht die ganze Zeit von Hand craften. Nun, das sieht besser aus. Allerdings reicht das bei weitem nicht für das, was wir verbrauchen. Drum vielleicht, wenn wir die Öfen mit diesen hier ersetzen. Sind schneller. Brauchen aber auch Stahl. Und Stein, Ziegelstein. Dann sollten wir eigentlich ein volles Band rausbekommen.
Ja. Aber das heißt, wir haben jetzt ein paar Öfen übrig. Kupfer scheint noch zu funktionieren mit den alten Öfen. Da brauchen wir keinen Upgrade. Hier steht meine Kiste. Sehr schön. Mit Strom so aus. Ja. Die Radare, die brauchen am meisten. Aber wegen den Radaren haben wir auch sichergestellt, dass wir hier keine Aliens im Gebiet haben, das wir mit den Radaren aufgedeckt haben. Sehr schön. Alle Platten brauche ich hier auch. Das wird so eine Mixtur an verschiedenen Dingen, die wir einfach so brauchen und die ich nicht von Hand craften möchte. Was kommt als nächstes? Das hier. Denn hier machen wir hier die normalen und hier Zahnräder. Ein Stack sollte genügen hier.
Sehr schön. Wieder was automatisiert. Und ich glaube, nächstes Mal müssen wir uns an die roten Schallkreise wagen. Sind die hier? Die brauchen grüne. Mal schauen, wie wir das am besten auf die Reihe bekommen. Also schaltet dann wieder ein. Bis dann und tschüss.